Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge RF4 vom Anfänger-Account. Ja, wir sind wieder an der alten Festung und gehen wieder auf Brassen. Ja. So. Da haben wir auch schon die erste 900 Gramm Brasse. Das ist natürlich das, was wir wollen. Auf den guten Knobiteig. Ich hatte gerade schon mal vorab eine Brasse gefangen auf Made. Aber ohne kleine, nur von 561 Gramm. Ist in Ordnung. Ich bin noch nicht allzu lange hier. Wir gucken mal, was uns heute in der Folge hier erwartet. Ob wir hier was fangen, ob wir hier nichts fangen. Ob es was bringt, ob es nichts bringt. Also wir haben jetzt hier noch keine Futtermische dran, was ich aber jetzt auch ganz gerne mal mit euch ändern möchte. Wir werden hier mal so eine... was hängen wir denn mal dran? Ah komm, wir hängen hier einfach mal so eine 7 von 10 dran. Einfach mal ausprobieren, ob es was bringt oder nichts. Wir haben ja Clip hier auf 17 Meter. Ist natürlich einiges, sagen wir es mal so. Wieder Clip auf 17 Meter. Wir stehen hier vorne wieder an der Stelle, wo wir auch gestern gestanden sind. Werden gleich mal so ein bisschen weiter nach links werfen. Aber wir schauen erstmal, was. Obwohl, wir können hier schon mal mit anfangen. Dann wird die Futtermische jetzt auch weg sein. Genau, die ist jetzt im Wasser drin. Einfach mal gucken, ob wir hier was hinbekommen oder nicht. Es ist hier heute ziemlich windig. Jetzt haben wir hier wieder ein Routenhinstellproblem. Dann manchmal einmal kurz ein bisschen rechts, links gucken. Also da kriegt er eigentlich schon immer ganz gut dann zur Seite gestellt. Müsst ihr halt mal schauen, wie ihr da am besten immer eure Routen hinstellen könnt. Wir sind jetzt, wie gesagt, auf 17 Meter Clip draußen. Und da geht es auch schon eine Futtermische los. Auf Perlgraupenbrei. Ich bin gespannt. Na? Nimmt dann nicht. Er will noch nicht. Jetzt hat er dann aber und... ja, und wir haben ihn auch. Sehr schön. Ich bin gespannt, was wird es? Es wird ein kleinen Schuppenkarpfen. Aha. Ja gut. Nehmen wir natürlich mit. Auch wenn er nur 0,08 Silber bringt. Ist uns erstmals egal. Hauptsache, wir haben wieder ein bisschen Silber im Rückhalt. Ich möchte natürlich hier noch mit euch gucken, dass wir hier auch demnächst jetzt hier nochmal zum Belaya fahren. Da werden wir auch mal ein bisschen Spinning noch betreiben. In der Vergangenheit habe ich den Belaya so, ja, einigermaßen bin ich ihn umgangen, weil der Belaya ist nicht so gerade das Gewässer, was ich gerne beangel. Klar, da kommt der ein oder andere, kommt jetzt an und sagt, hör mal, ne, das ist aber ein Gewässer, da kannst du schön angeln. Ja, ist richtig. Belaya ist viel Spinning, ja, gar keine Frage. Oh, da geht doch schon wieder die Futtermische los. Ha, da ziehen wir doch auch mal direkt an. Ha. Geht zwar die Rolle, die Bremse geht zwar, aber was haben wir? Wieder einen Karpfen? Ein Giebel. Ein schönen Giebel. Und das im unteren Levelbereich von 1,5 Gramm. Also besser Kilo können wir doch gar nicht haben. So, spannen wir mal die Schnur wieder ein bisschen. Ich frage mich hier heute nur, wo hier die, heute die Brassen sind. Die Brassen, wo sind die Brassen?
Wir wollen die Brassen sehen. Da könnten wir jetzt auch mal so eine Futtermische dran machen. Machen wir mal hier was Gutes dran. Haben wir hier den Clip auf 15 Meter. Aha. Könnten wir aber eigentlich auch nochmal lassen. So, jetzt haben wir die erste Futtermische ausgeworfen auf 15 Meter und werfen die zweite hinterher und stellen einfach mal die Rute hin. Macht es so, wenn ihr so immer den gleichen Clip drin habt und immer die gleiche Wurfrichtung habt, wenn ihr so 5, 6, 7 Portionen reinklatscht, reicht es in der Regel erstmal. Dann könnt ihr die Futtermische erstmal wieder rausnehmen, weil sonst überfüttert ihr die Spots. Ist natürlich auch immer so eine Sache. Ein Spot überfüttert, ist nie gut. Ist nie gut. So, was ist denn jetzt hier, Leute? Wir wollen hier mal was fangen. So sollte das jetzt natürlich hier ausschauen, dass jetzt hier nichts mehr weiter beißt, werden wir den Spot natürlich wechseln. Dann werden wir auch an einer anderen Stelle hingehen. Und zwar wahrscheinlich vielleicht hier vorne hin. Ist eigentlich auch eine ganz gute Stelle. Habe ich auch schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Allerdings dort dann weniger auf Brasse, sondern da habe ich auch schon wirklich gut Schleien gefangen. Ja, Schleien haben gut Silber gebracht, ja. Aber es ist halt immer auch so eine Geschichte, laufen die Spots nicht? Also da müsst ihr halt immer einmal selber gucken. Da müsst ihr halt immer selber einmal gucken, ob da was läuft, ob da nichts läuft. So, wenn jetzt hier lange Pause ist, zupp ich zwischendurch mal dran. Und ja, wo ich mich natürlich schon sehr drauf freue, ist, wenn wir hier den Korori haben. Level 16. Level 16, Korori. Grundangeln ist da zwar nur mit ziemlich leicht eingetragen, aber ich kann euch vom Hauptaccount aus sagen, habt ihr den richtigen Spot, fangt ihr euch dumm und dusselig. Es ist so. Habt ihr einen richtigen Spot, fangt ihr euch dumm und dusselig. An Brassen, an Rotaugen, Aaland und Co. Da gibt es einen schönen Spot. Da kommen wir auch hin, wenn wir hier Level 16 sind. Werde ich ihn euch auch zeigen. Also Brassen-Spots kenne ich da insgesamt zwei, die unterschiedlich laufen. Also da habt ihr vom Verhalten her hier an der Festung doch schon einiges mehr in Sache von laufenden Spots von Brassen, weil wir haben hier natürlich unendliche Brassen-Spots, die immer unterschiedlich laufen und deswegen ist es natürlich auch immer schwer, hier gerade den passenden zu finden. Wir werden jetzt mal hier ein Stückchen weiterlaufen, weil dann haben wir ja hier nämlich noch einen Spot. Dafür nehmen wir aber hier wieder Futter erstmal raus. Mit Made auf 17 Meter hinaus. 15 Meter hatten wir die Route, genau. Na, warum willst du die Route nicht abstellen? Hallo? Stehe ich im Wasser? Geht doch. So. Müsste halt immer ein bisschen gucken, ist manchmal ein bisschen tricky hier. Aber das denke ich mal, das bekommt ihr auch hin. Nehmen wir hier erstmal die Mische raus. Wir nehmen hier erstmal wieder die Futtermische raus.
und klatschen ihnen ein Auge daraus auf 17 Meter sind die hier. Auch nur 15 Meter, okay. Dann haben wir da vielleicht auch den Fehler gefunden. Wieso war ich denn da jetzt die ganze Zeit auf 17 Meter eingestellt? Also da müsst ihr dann halt auch immer wieder mal gucken, wie das dann läuft und funktioniert. Aber im Allgemeinen ist das eigentlich auch ganz in Ordnung. Wir gucken natürlich hier immer wieder weiter durch, zupfen dann auch noch mal ein bisschen. Also Brassen laufen, ist halt nur die Frage, wo sie gerade laufen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist die Leute auch im Chat anschreiben. Q, entweder dann direkt auf den Namen drauf und hier auf dem Post, dann könnt ihr ihn direkt privat anschreiben oder ihr schreibt halt direkt im Chat rein. Das bleibt euch überlassen. Na, wolltest du nicht? Hast du Pech gehabt? Wir zupfen hier nochmal durch. Zupfen hier auch nochmal ein bisschen. Schreibt die Leute, wenn ihr seht, die fangen durchgehend Brassen. Fragt nach dem Brassenspot. Fragt, wo es gerade läuft. Welchen Clip und vor allem welchen Köder. So. Weil es gibt so viele Köder. Es kann jetzt sein, dass wenn wir den Knobi-Teig abmachen und machen hier Würmer drauf. Können wir ja mal machen. Machen wir hier mal den Mistwurm drauf. Da haben wir ihn. Und gehen dann jetzt auf 20 Meter mal. So. Es kann jetzt sein, dass der jetzt gleich sofort anfängt zu ballern. Es ist immer unterschiedlich. Hier seht ihr gerade im Chat, Streichwurstbrot hat eine Schleie gefangen. Zwar eine kleine von 876 Gramm nur, aber er hat eine Schleie gefangen. So, jetzt kommt hier natürlich der Nebel. Der ist nie schön hier. Wir schmeißen hier mal die Rute hier auch auf 17 Meter hinaus. Da seht ihr, da haben wir jetzt schon auf Wurmbiss. Auf den ollen Mistwurm hatten wir gerade einen Zupper gehabt. Entweder ist er jetzt ein Fisch dran, ganz kleiner. Das könnt ihr hier drüber feststellen. Ist nichts am Flattern. Also ist er nicht dran. Oder ihr geht hin und drückt K. Dann geht die Rolle auf, nimmt die Rute in der Hand und guckt, ob unten, hier unten, das Fischsymbol ist. Da, jetzt ist es da und zack, dann ziehen wir mal an und wir sehen, wir haben einen dran. Und was haben wir? An der dritten Rute haben wir jetzt gerade auch einen Biss. Da scheint er auch dran zu sein und wir haben einen Döbel mit 1,55 Kilo. Sehr schön, wir schmeißen direkt die Rute wieder hinaus und nehmen uns dann die dritte Rute in der Hand. Und da haben wir den Fisch auch dran. Das ist eine Brasse, die geht ziemlich weit nach vorne zum Ufer. Und eine Brasse mit 716 Gramm. Besser kann es uns doch nicht passieren. Gut, wir versuchen es nochmal. Schmeißen nochmal hinaus. So, mit Maden und zack abstellen. Da geht die mittlere Rute schon wieder los. Ziehen wir auch direkt an. Ihr seht, es wird hell und zack fangen sie an zu beißen. Und was haben wir? Eine Brasse mit 473 Gramm. Besser, meine Freunde, könnt ihr es nicht haben. Wenn das Tempo jetzt hier so weitergehen würde, bis, ich sag mal so, die nächste Stunde, dann habt ihr ruckzuck euren Kescher voll. Könnt natürlich ordentlich Silber dann damit fahren, gar keine Frage. Aber bleibt so, wie es sich auch anhört, aber bleibt immer mit den Füßen auf dem Boden. Weil
Wenn ihr hier zu viel macht oder zu viel Futter reinschmeißt oder das falsche Futter reinschmeißt, habt ihr den Spot tot. Leider. Echt leider, es ist wirklich schade, dass man da noch nicht ganz genau weiß, wie viel Futter, wie viel Köder und etc. Oh, da geht die erste Rute. Eieieiei. Und ich wollte gerade dran zuppeln. Da geht auch die dritte Rute und die zweite Rute ab. Aber meine Freunde, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet. Das wäre morgen. Unterstützt den Kanal weiterhin, wenn euch die Videos gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und bis dahin, danke und tschüss.